Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Jetzt haben wir schon wieder am Abend, weil, wie gesagt, den ganzen Tag arbeiten, da gibt es nicht viel. Mein Sohn hat mir ein Leccho gemacht, beziehungsweise für uns. Ich habe jetzt dann noch Nudeln dazu gemacht, das habe ich gerade gegessen, aber es ist das Fertigprodukt, da brauche ich nichts zeigen. Ich war auch heute Fahrradfahren, es waren sogar 10 Kilometer. Und ja, bin ich ein bisschen gefahren, das war so urstrange irgendwie, weil ich bin so gefahren und habe mir nichts so bedacht, weil es geht schon ein bisschen schwer. Und dann habe ich mitgekriegt, dass kein Luft in meine Reifen war, bin ich schon ein Stück gefahren gewesen. Dann zur nächsten Tankstelle, dann habe ich quasi mit so einer Luftpumpe, die erste ist gar nicht gegangen, da habe ich gar nicht diesen Knopf gefunden, wo man drauf drücken muss, um das aufzupumpen, quasi, dass Druckluft rauskommt. Und da bin ich zu der anderen Säule gegangen, da ist gegangen und auf einmal denke ich mir, der hintere Reifen ist voll platt, dann ist dieses Ventil reingerutscht und das habe ich aber dann zum Glück gecheckt und ja. Ich beobachte, aber ich glaube, es funktioniert jetzt. Ich bin dann, wie gesagt, noch weitergefahren. Ich bin zur Stadt auswärts gefahren und das ist der Action. Und da war ich dann noch beim Action drinnen. Und übrigens, ich bin heute ungeschminkt, aber ich muss das jetzt heute für euch drehen, weil mein Sohn jetzt aber schlafen gehen muss und dass ich das euch einmal gezeigt habe. Und danach werde ich mich schminken. Ich versuche nämlich ein bisschen Zeit einzusparen. Und ich möchte so, dass ich früher in die Arbeit komme und früher wieder nach Hause kann, dass ich auch den Sport und alles andere einbinden kann. Genauso wie heute so fast um 7:30 schon angefangen habe und dann bis maximal 5 gearbeitet habe und dann konnte ich noch was machen, konnte ich Sport machen, bla bla bla. Jetzt habe ich schon gegessen, jetzt tue ich noch das Drehen. Jetzt versuche ich mir eine Make-up-Routine, eine schnelle Make-up-Routine auszudenken, wo ich nicht 1 bis 2 Stunden brauche in der Früh. Ja, Pflege und so braucht auch, da werde ich auch abspecken. Da werde ich dann an den Tagen, wo ich in die Firma fahre, keine Maske in der Früh machen. Werde man vielleicht nur so Augenpads auflegen, bis ich mich schminke und das war's. Und halt die normale Gesichtspflege ist ja ganz klar, da specke ich nichts ab. Und ja, weil letztes Mal habe ich auch mich geschminkt und habe mal alle Creme-Produkte so auf mein Gesicht gegeben. So Foundation, Concealer, Creme Blush, Creme Bronzer und das dann verblendet und dann nur mehr mit Puderprodukte gesettet. Und ich werde jetzt danach stoppen und schauen, wie lange ich wirklich brauche. Ich möchte es also in maximal 30 Minuten möchte ich schaffen. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Genau. Und ja, mein Sohn nervt mich jetzt schon, dass ich das abdrehen soll, weil da ist was für ihn auch schon dabei. Das kriegt er, weil er hat am Wochenende Geburtstag und ja, wie gesagt, ich war beim DM. Da habe ich auch eine Sache gekauft, die was ich nicht herzeigen werde, weil das eben für ein Tauschpaket ist. Diejenige weiß Bescheid, ne? Also, ich habe ihm dieses von Larivé, das Brave Man gekauft. Also zuerst habe ich geschaut bei anderen, na, wie heißt das? Ich habe da auch an Pullis. Genau, bei Pullis habe ich geschaut. Dann habe ich noch geschaut bei. Boah, mir fallen jetzt die Namen alle nicht ein, das ist ja nicht normal. Auf alle Fälle habe ich überall so zwischen 10 und 20 Euro habe ich geschaut. Und dann ist mir eingefallen, ja, Larife ist ja immer, oder Larif, ist ja immer diese Duftzwillinge. Und immer gedacht, okay, das nehme ich jetzt. Ich habe urviele Düfte auf meiner Hand gehabt und so. Aber ja, es ist so, dass ich habe das dann gegoogelt. Also der Duft hat mir am besten getaugt und das ist das Baco Rabanne. Also der Dupe, der Duftzwilling vom Baco Rabanne. Und der kostet so zwischen 50 und 70 Euro. Also, also richtig heftig, ne? Und das hat 6,50 € gekostet und das sind 100 ml drin, also richtig krass, oder? Ja, genau, der ist noch original verpackt und den kriegt er nachher einfach. Er hat mir dann gesagt, er hätte gern das von Yves Saint Laurent noch. Dieses, oh, wie heißt das? Hat irgend so ein Ombre und noch irgendwas. Und das ist ganz neu bei Larivé eingetroffen, habe ich auf der Internetseite geschaut. Das ist so fast ein Duftzwilling dazu. Und das Original kostet ja über 300 Euro, glaube ich.
Und der Duftzwilling kostet 35 Euro. Ist halt schon heftig, ne? Und ich finde es toll, dass es sowas gibt. Da kann man sich auch einmal was leisten. Muss nicht zu so viel Geld ausgeben, weil viele und vor allem die Jugendlichen haben es eigentlich nicht. Aber ich ehrlich gesagt würde auch niemals mehr als, ich weiß nicht, 20, 30 Euro ausgeben. Aber Parfums lasse ich mir generell gerne schenken, weil ich weiß nicht, Parfums will ich mir irgendwie nicht kaufen. Keine Ahnung. Es ist auf alle Fälle so, also ich finde es toll, ich finde es cool. Vielleicht legt er sich das dann mal für sein Taschengeld zu oder so. Aber den kriegt er jetzt zum Geburtstag. Und außerdem hat er noch eine Zahnpasta braucht. Die andere war leer. Da habe ich ihm die Odol mit 3 Naturals Herbal Clean mitgenommen. Ich hoffe, die taugt ihm. Das ist nach Kräutern. Da ist Wasser drinnen. Silika für eine gründliche Reinigung und Politur. Sorbitol und Glycerin hält die Zahnpasta feucht und geschmeidig. Sodium ist für einen Schaum, Aroma natürlich gewonnen, aber so ein Kräutergeschmack. Limonen und Lianol sind natürliche Bestandteile der Aromen. Stevia, natürlicher Süßstoff. Xanthan, Gum und Carrageen ist für die richtige Konsistenz. Farbstoffe und Natriumfluorid wegen Karies ist da drinnen. Und das ist 97,6% Inhalte natürlichen Ursprungs. Rein Einschutz. Ohne künstlichen Süßstoffe, Aromen und Konservierungsmittel. Ich glaube, 3,50 hat die gekostet. Die war nicht so ganz billig, aber ich wollte was Gescheites nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich was Gescheites ist, aber egal. Ich habe auf alle Fälle für alles 38,77 gezahlt. Und ja. Ich habe auf alle Fälle noch das Organics mitgenommen. Das ist kein Energy, das ist Black Orange mit Tangy und Natural. Das ist quasi ein Erfrischungsgetränk mit natürlichen Aromen aus Pflanzenextrakten. Genau. So, dann habe ich endlich, waren die auch bei uns in der Aktion. Und zwar beim Bipa waren die um. Ich glaube 99 Cent statt 1,50. Weiß ich jetzt, will ich jetzt nicht alles nachschauen. Und letztes Mal habe ich mir die ja leider eins, glaube ich, habe ich dann noch genommen. Na, zwei oder drei, aber die haben andere Formen auch gehabt. Haben leider 1,50 gekostet. Und jetzt haben sie es in Aktion um 99 Cent. Voll cool. Finde ich mega. Und die fand ich ja so, so schön. Ja, mega, mega, mega toll. Freue ich mich sehr. Und dann habe ich da noch so ein Taft, so ein Volumenpuder gewollt. Toll, das habe ich letztes Mal weggegeben, weitergegeben. Und jetzt will er es. Ich hoffe, er benutzt es auch, weil sonst zucke ich, glaube ich, aus. Und dann habe ich noch zwei Überraschungstüten. Die nehme ich meistens, wenn ich dort bin. Eine um 4,95, aber dreiteilig. Deswegen habe ich die dreiteiligen genommen. Meistens gibt es sie nur zweiteilig. Einen schönen Schnittlauch an. Das ist der Samen hier oben. Und da werde ich mir jetzt was abschneiden. Und so ein Porree habe ich mir dann auch noch abgeschnitten. Das ist nämlich der Garten, der Obstgarten, der Gemüsegarten von meiner Mama. Da haben wir Petersilie auch noch. Und ja, das war's. Aktuell. So, jetzt geht's wieder. Jetzt habe ich eine halbe Stunde mit meinem Bruder telefoniert, aber alles gut. Ich freue mich, weil ich muss mein Auto jetzt am Wochenende zu meinem Mechaniker stellen. Service Pickel. Ich hoffe, es ist nicht mehr, also nichts anderes noch zu tun, weil es war ja schon in der Werkstatt. Und ich habe keinen, der was mich hingefahren hat. Und ich habe so viele Leute gefragt und alles und jetzt macht das zum Glück. Er wohnt aber auch ein bisschen weiter weg. Aber ja, er macht es jetzt zum Glück. Bin ich froh. So, und jetzt starten wir mal und ich greife hier rein. Oh, das hatte ich schon mal. Habe ich im Backup auch egal. Weil bei manchen Sachen, wenn das irgendwie zu glibbrig ist oder irgendwas, dann mache ich das gerne, weil ich hier kein Wasser und nichts habe und nicht extra ins Badezimmer gehen will, dass ich mir einfach die Hände so reinige damit, ne? Also kann man ruhig mal machen.
Aber kann sein, dass das auch weiter wandert. Mal schauen, weil ich habe vor allem das Wappen mal bei einem Primer, der war so extrem klebrig. Das war der von, war das der von, nicht von Nyx, von Elf war das. Und ihr seht schon, da ist auch ein bisschen schon was weg. Also so viel, wie ich den leer gemacht habe. Und ja, das muss man auch nicht abschwemmen und so. Und das reinigt wirklich, ne? Genau. So, ich greife nochmal rein. Also drei Produkte. Ich habe jetzt schon eins gehabt. Okay. Oh, cool. Von Lion King. Rafiki von Essence. So ein orangener Nagellack. Werde ich einmal testen. Finde ich irgendwie süß, dass da eine Limited Edition drinnen ist. Voll cool irgendwie, oder? Mega. Oh mein Gott! Das ist mega cool. Die haben echt die Topmodel iPads da reingeben. Cosmic Cherry. Richtig genial. Ich liebe ihr Yuti und das habe ich noch nie so ein cooles Drum drin. Ja, okay, die normalen Yuti waren schon ab und zu drin, aber das ist die Limited Edition. Yay! Ich freue mich. So, dann haben wir noch eine um 6,45. Ich greife da mal rein. Relativ groß, aber da ist auch wieder so ein Handgel drinnen. Das habe ich irgendwie gern mitgehabt bei so Festivals und so, weil das eben, man kann sich das auch, man könnte das auch am Schlüsselbund, glaube ich, einhängen mit dem Ding. Und Anwendung ohne Wasser und Seife mit Himbeerduft, ja? Ich rieche mal. Ja, ist okay. Das kenne ich schon vom Duft her ungefähr. Stelle ich mir auch daher. Das kann man eigentlich immer brauchen. Oder wenn man mal weg ist oder wenn man keine gescheite Toilette hat oder so, kann man sich die Hände noch gescheit desinfizieren. Oh, der ist aber auch süß. Das ist ein lilaner Catrice-Nagellack, so Fliederfarben. Ist irgendwie cool, werde ich testen. Leider halten ja bei mir die leider nicht so. Ich muss sagen, die Nagelfolien sind jetzt schon den zweiten Tag. Sie sind jetzt immer wahnsinnig schön, aber es hält. Es ist noch nichts komplett runtergegangen. Finde ich cool. Aber da werde ich euch auch noch meine Reviews machen. Und ich dachte mir, da werde ich euch einfach auch alles testen oder wo ich es getestet habe, einfach einblenden. Ich glaube, das ist dann auch noch spannender für euch. Das letzte Produkt, oh mein Gott, habe ich noch einmal. Cool, ich freue mich. Da kann ruhig auch was doppelt sein bei so Augenpads. Oh, das finde ich mega, ich liebe es. Ja, das war jetzt mein kurzer Beauty-Haul vom Bieber. Das waren nur ein paar Sachen. Und wie ich Radfahren war, war ich noch beim Action. Das wollte ich euch auch zeigen. Also, ich habe mitgenommen zweimal diesen Eistee. Wenn ich dort bin, nehme ich den eigentlich immer mit. Dann habe ich noch so einen Lack mitgenommen, weil ich habe so ein Regal, das ist zwar schon grundiert weiß, weil das war vorher so Holzfarben, aber es muss noch gestrichen werden. Deswegen habe ich den, der ist in der Aktion der Woche drinnen um 6,95. So, dann habe ich diese hier, die kann man so anstecken mit mit normalen USB und dann leuchten die. Genau. Und ja, man kann die auch so verbiegen. Ich muss mir dann nur noch so eine Verlängerung einfach hier herlegen, so einen Verteiler. Weil ich habe auch einen, wo man mit USB einstecken kann. Und wenn das da bei meinem Schminktisch liegt, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich da noch ein bisschen mehr Licht hermachen kann. Aber ich werde das einmal austesten, wie hell die sind. Genau. So, dann habe ich noch gefunden ein Streaming-Mikrofon. Das hat 15 Euro gekostet. Das würde ich gerne mal testen, ob... ja, ob das irgendwie besser ist, wenn ich das mache, aber das muss ich erst testen. Dann habe ich noch ein Wireless Phone Charger Stand, 10 Watt. Das soll quasi, da kann man das Handy entweder so oder so hinstellen und kann man das aufladen. Und da war der Adapter nicht dabei, also da braucht man auch so einen Adapter. Und ich glaube, das ist so ein Schnelllader, der ist riesengroß. Genau, und... ja, das sollte einfach schneller sein zum Aufladen. Das muss ich aber noch testen. Ich glaube, das hat 6 Euro gekostet. Und wow, wie viel hat denn dieses Ladegerät gekostet? Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ich war schon ein bisschen in Zeitdruck. Also das Mikrofon 15,95.
5,99 hat das Ladekabel gekostet und das Gerät 4,99. Also das war, nee, 5,95. Genau. Und der andere Adapter hat auch 4,99 oder so gekostet. Ich habe mir dann nämlich noch so einen. Ich habe so schon einen. Das sind nämlich zwei USB-Anschlüsse, weil mein Sohn hat mir meinen einzelnen weggenommen und ich brauchte immer wieder USB-Anschlüsse. Also fürs Handy zum Laden. Ich habe zwei Handys. Das andere ist eigentlich nur teilweise, ich filme gerade auch damit, zum Filmen und für Netflix zum Schauen und so. Das ist einfach mein Vorgänger-Handy, da brauche ich auch zum Aufladen oder ich brauche noch einen Stecker, wenn ich meine JBL-Kopfhörer zum Beispiel auflade, brauche ich auch das und für das Licht, für das Ringlicht, was jetzt gerade hinter meinem Handy steht, brauche ich auch ein USB, ne? Und jetzt habe ich immer nur so ein Zweier, das wird eh knapp und ein Vierer ist ja auf alle Fälle besser. Und da hätte ich ja jetzt eigentlich noch einen, ne? Das kann ich ja normal auch verwenden, ne? Und dann habe ich mir noch so eine Universalhalterung gekauft. Hat mich letztes Mal erst ein Freund darauf aufmerksam gemacht. Eigentlich brauchst du das für dein Auto, für dein Handy. Das kann ich quasi so an die Scheibe machen. Und das ist so eine Spange und da kann man einfach das Handy so reingeben. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, wenn man sich gerade auf einen Ein-Aus-Knopf-Dings macht, funktioniert das auch. Also, ja. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das werde ich sehr, sehr gerne in mein Auto austesten und benutzen. Ja, das war einmal der Action. Und was ist noch gekommen? Die Bestellung von Glam Shop. Ich habe da in der Aktion bestellt. Das habe ich euch in einem anderen Vlog auch schon erzählt. Minus 20% war da drauf. Ich habe, glaube ich, für alles nur so 80, 90 Euro zahlt. 70, 80, 90. Ich weiß es nicht mehr genau auswendig. Auf alle Fälle viel, viel billiger. Und ja. Als erstes möchte ich euch zeigen die Citrinada-Palette. Das ist so eine Zitronenpalette und die Farben sind echt cool, muss man schon wirklich sagen. Ah, da ist noch so ein Dings drinnen, so ein Schutz. Und das sind die Farben ultra schön. Also wir haben hier, das ist nicht ganz matt, oder ist es matt? Es schaut aus, wie wenn da ein paar Dinge noch drinnen wären, aber nicht glitzert. Dann haben wir so einen Ockerton drinnen. Einen Ockerglitzerton haben wir hier drinnen. Dann haben wir auch noch so braun und ja, auch so ockerfarbenen Glitzer und auch, also das passt alles super dazu. Das ist ein Schimmerton. Das ist so ein brauner Schimmerton. Dann haben wir da noch so ein Braun drinnen und das ist der Ur-Sparkly-Ton eigentlich. Ich glaube, man kann das gar nicht so krass einfangen, aber ich fand die sehr, sehr ansprechend. Ich glaube, die hat auch die Angelica Nyquist mal reviewed. Die fand die mega gut und deswegen habe ich mir die auch geholt. Und ja. Die Farben haben mir richtig gut gefallen. Manche Leute mögen kein Gelb, aber man kann sie auch mischen. Ne? Ich mache meistens zwei Farben auf mein Auge drauf. Dann habe ich mir noch bestellt. Jetzt muss ich kurz einmal schauen. Genau. Zwei so leere Pens. Ich habe nämlich Konturtöne, die was ich aussortiert habe und die will ich gern da reingeben. Sonst kann man die auch schwer verkaufen oder weitergeben einfach. Da habe ich jetzt zwei und das schaut fast gleich aus, ist aber was anderes. Das ist eine Instant Powder Foundation. Die schaut so aus, aber sie schaut halt leider sehr hell aus, ne? Jo. Das ist immer manchmal schwierig, da die richtige Farbe zu finden. Was ich aber cool finde, da ist auch noch ein Puffelchen drinnen, was ich jetzt aktuell ja sehr gut brauchen kann. So, dann habe ich noch zwei von diesen Dingern hier. Genau, so schaut das aus. Da habe ich Highlighter und Puder. Genau, ein Puder, ein Highlighter, ein kleines. Und die kommen da rein. Die hatte ich schon, ne? Die wollte ich mal unbedingt dazu kaufen. Und das war eigentlich alles reduziert, alles. Und das war reduziert. Diese schöne kleine Palette war reduziert. Die ist mit so magnetischen Pans. Und wenn man von einer gewissen Untermarke was gekauft hat oder genug, oder von Lidschatten, ich weiß es nicht mehr genau, hat man 20% Rabatt auf diese Palette gekriegt. Und ich glaube, die hat ja nur mehr 8 Euro oder so gekostet. Also ich weiß nicht mehr auswendig.
Dann fand ich das auch schon cool im Adventskalendern, habe mir da ein Stück gekauft, einfach zum Testen. Aber dies ist wirklich weich. Also das ist richtig schön weich. Da freue ich mich, das zum Austesten und mich mit dem abzuschminken auf alle Fälle. Dann habe ich mir noch nachgekauft diesen Eyeliner. Der ist in dieser Farbe, also so beige einfach. Und wenn man den auf die Wasserlinie gibt, der ist auch schön cremig, ist der richtig, richtig gut. Ui, mit Reißzwiebeln. Dann habe ich noch von Glam Shop die Illuminating Base Cream, quasi ein Primer, schaut sehr hell aus. Und ja, ich hoffe, es ist glowy auf alle Fälle, aber das werden wir austesten. Dann habe ich auch noch ein Augenbrauengel, ein Laminador d'Aubervilliers. Habe ich gekauft für ein Augen-Eyebrow Laminate. Schaut so aus, einfach nur so ein durchsichtiges Gel. Genau. Einfach nur mal zum Testen, wie das ist. So, jetzt haben wir schon die letzten Produkte. Genau, ja. Dann habe ich noch ein Satin Lipstick in einer schönen Verpackung. Aber der wird weiter wandern, weil der ist rot. Aber ich weiß schon, wer den bekommt zum Testen. Das ist ein schönes, schönes Rot. Weil ich glaube, diese Person hat noch nichts von dieser Marke ausgetestet. Die geht meistens nur in die Drogerie. Deswegen glaube ich, wäre das cool für sie. So, dann habe ich noch diesen Pinsel mitgenommen. Der hat mich irgendwie angesprochen. Aber irgendwie, ja, diese Borsten schon richtig geil. Aber ich kann mir das gut als Kontur oder so vorstellen. Oder vielleicht, also für so Cremeprodukte auch einfach. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Genau. Pinsel kann man nie genug haben, ne? Dann habe ich noch ein Green Blush mitgenommen in so einem krassen pinken Ton. So schaut das aus. Und ich habe schon einen, der ist hellrosa, aber das ist so ein richtiges Hot Pink. Hat mich voll angesprochen. Ich habe schon sehr viel Cremeprodukte, aber der andere war auch sehr, sehr gut zum Auftragen. Deswegen dachte ich mir, ja, nehme ich diese Farbe noch. Dann habe ich auch noch ein Lipgloss. Ohne Lipgloss geht es nicht. Der war auch reduziert, der hat eine schöne Farbe und deswegen habe ich mir den genommen. Und das letzte Lippenprodukt ist von Kyoto, von Agnieszka Janoszka, mal Glam Shop. Also das war so eine Kooperation. Aber ich kenne diese Dame nicht, weil die ist ja von Polen. Ne? Woher soll man die was sagen? Die kennen mich sicher auch nicht. Also lauter so schöne Blüten drauf. Und die Farbe ist auch wirklich schön. Also die gefällt mir richtig gut. Also schaut dann auch gerne in meinen Shorts vorbei. Das werde ich dann dort jeden Tag gibt es 4 Shorts und da teste ich einfach alles Mögliche aus in meiner Sammlung, was ich neu bekomme und so weiter. Dann habe ich diese schöne Palette gekauft. Also ich mag die Paletten voll gerne. Die sind ziemlich groß und nehme ich immer sehr, sehr gerne mit. Die war auch reduziert, deswegen habe ich die auch einmal mitgenommen. Und diese 4 Shades, also diesmal relativ wenig, aber ich habe halt auch schon sehr viele Shades. So ein schönes dunkles Orange und dieser Ton ist voll schönes Matte. Orange, dann haben wir noch so einen Blauglitzer und auch so einen Khaki-Ton. Und ich zeige euch einmal, was ich vom Glam Shop habe. Nur, dass ihr ungefähr mal wisst, wie viel ich eigentlich habe. Also, ich habe da schon eine komplette Palette voll. Das sind alles meine Duochromes vor allem. Und die sind ja schon so wirklich sehr, sehr schön. Ich habe aber auch noch matte Töne, die habe ich noch in einer extra Verpackung. Dann habe ich eben hier drinnen habe ich noch die zwei. Das ist eben das Puder und das ist der Highlighter. Also ich habe schon einiges und das sind wirklich nur die extra Lidschatten. Und da habe ich noch ein paar andere kleine Lidschattenpaletten auch. Aber ich mag die Töne wirklich sehr, sehr gerne. Und ich finde, es ist eigentlich eine ganz gute Qualität. Früher waren die matten Farben vor allem auch noch sehr staubig, aber das ist auch schon besser geworden. Aber die Pigmentierung hat eigentlich immer gut geklappt. Genau.
Ja, das war's jetzt. Also ich werde jetzt noch ein Video drehen, beziehungsweise nein, ich habe euch noch nicht alles gesagt, denn ich habe diese Intim-Wasch-Lotion oder Gel, wie man es nennt, habe ich jetzt leer gemacht. Das fand ich eigentlich ganz gut von eCooking, aber das ist natürlich so teuer, dass ich es mir nicht nachkaufen werde. Und meine Kiste ist jetzt auch wirklich schon fast voll. Vielleicht mache ich auch heute gleich das Aufgebraucht-Video gleich danach. Ich habe auch von Eflon diese Rescue-Mask aufgebraucht. Ja, mega teuer und hat so gebrannt in die Augen, weil da irgendwie zu viel Alkohol oder so drinnen war. Hat aber schön dann angetrocknet und das Hautgefühl, wenn man es runtergewaschen hat, war eigentlich wirklich gut. Ja, genau. Also so 50-50. Also für den Preis würde ich es mir sowieso nie kaufen. Ne? Das ist schon krass einfach. Wie gesagt, jetzt werde ich noch meine Routine abdrehen. Ein sehr, sehr schnelles Make-up unter 30 Minuten. Was schneller, weil wenn es noch schneller geht, wäre es ja mega toll. Aber mich interessiert selber, ob ich das schaffe oder nicht. Und dann habe ich noch meine Reviews und dann habe ich noch meine Aufgebraucht. Also diese Videos muss ich auch unbedingt noch abdrehen. Aber ja, von dieser Stelle war es das von mir einmal für heute. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Sequenz wieder.